Good morning, in the morning und willkommen zurück zu einem erneuten Let's Play hier mit Zoo 2. Und ja, ich würde sagen, wir sind wieder kurz vor Level Up. Ich denke, wir werden das hier in diesem Video schaffen. Ich habe eine Zucht geschafft. Tatsächlich, ich habe eine Zucht geschafft. Ich weiß gar nicht, was ich alles in den Titel reinschreibe, weil ich habe ein Babypferdchen habe ich geschafft zu züchten und das beim zweiten Mal direkt. Ich krieg halt jetzt das Level Up, ne? Logisch, habe ich gesagt. Und Upiers hat ein Hafenfest gehabt, davon erzähle ich euch ein bisschen jetzt. Oh, Moment, erstmal hier, kann sein, dass wir jetzt schon direkt, das hat schon reicht, oder? Nee, noch nicht ganz. Hier ist das Babypferd. Ist das nicht süß? Ja, okay, jetzt gerade sind die alle ein bisschen traurig. Wir müssen die jetzt mal kurz bespielen. So. Punkte einsammeln. Und hier ist das... nee. Babypferd. Ja. Okay, was steht da alles? Achso. Da muss man sauber machen. Da muss man spielen. Da muss es essen. Okay. Jetzt das Gehege größer gemacht. Das ist jetzt viel, viel... Baue 7 Spielgeräte. Was soll das? Wieso geht das nicht weg? Entschuldigung. Gerade was getrunken. Wir Deko neu. Ich kaufe jetzt mal hier diese Blumen. Weil die Blumen sind mega, ne? Also da kann man richtig Punkte mitmachen mit diesen Gießen. Und zieht halt auch die Leute an. Ich muss echt die Musik irgendwann mal, wenn die läuft, aufnehmen, in Schleife schneiden und hinten dranhängen. Wieder so viel Arbeit. Aber ja, ich muss es auf jeden Fall machen, weil es ganz schön doof, dass jetzt keine Musik läuft. Das muss OPS auf jeden Fall besser machen bei Zoo 2, weil ist schon ein bisschen doof, wenn keine Musik im Hintergrund läuft. Das... Übrigens, ich sammle gerade so ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Geschenk aussuchen. Ach ja, Spielfelsen, Savanne oder Kastanie, Grasteil. Hier, ich nehme das hier. Level up. Ja, und wir haben auch direkt einen Fuchs. Wir haben einen Fuchs und wir haben einen Känguru geschenkt bekommen. Wow. Wir haben einen Känguru geschenkt bekommen, einen Diamanten. Also das mit dem Känguru geschenkt bekommen, geil. Das ist cool. Also das finde ich mir richtig cool. Ja, wir haben jetzt diese Blumen, wir haben diese Baum. Wir haben diese Baum, man kennt ihn. Und was ist das? Clubhaus! Oh mein Gott. Wir haben das Clubhaus. Ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen. Ich weiß nicht, ob ich wieder einen eigenen Club... Gemeinschaft, Clan oder irgendwie sowas hier machen will, weil es immer sehr, sehr schwer ist, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem Spiel ist, ob mit vielen Regeln und so. Ich habe keine Lust mehr, so Sachen aufzubauen, ehrlich gesagt. Lieber in eine Gemeinschaft reingehen. Ich drücke das hier weg. Ihr kennt mich. Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Okay, der will halt, dass ich Gehege baue mit Fuchs und dies und das. Meistens mache ich allerdings diese ganzen Quests nicht. Ich bin, guck mal, was die alles wollen, was ich alles lese, dann ist das Let's Play nur mit Lesen beschäftigt. Guck mal, der will halt einfach nur, das ganze Gerede war eigentlich nur dafür, dass ich dieses Clubhaus baue. Ja, okay, mache ich. Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Auszeichnung erhalten, Expeditionsexperte. Vergrößere 6-mal den Zoo. Keine Ahnung, wann ich das bekommen habe. Okay. Wenn jetzt hier noch mal eben spielen. So. Also ohne Musik. Ganz, ganz schlimme Sache. Ganz, ganz schlimme Sache. Findet ihr das auch? Dann schreibt mal eine 1 in die Kommentare. Also eine 1 wirklich, wenn ihr es auch doof findet, dass die Musik nicht dauerhaft im Hintergrund ist. Also wenn ihr sie jetzt im Hintergrund hört, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich sie wirklich im Nachhinein reingeschnitten habe. Was viel Arbeit ist, weil sie läuft nur kurz und dann muss sie ganz oft... Aber ich bin ja so. Ich mache ja gerne mir viel Arbeit, damit ihr
damit ihr hier unterhalten werdet. So, wir haben das, das, das. Wir gucken jetzt gleich. Also ich werde jetzt hier nicht alles machen. Dauert einfach zu lang. Ich werde jetzt hier nur kurz gießen, weil es gibt halt schön Punkte, ne? Zack, 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 crazy duck. Und dann werde ich halt auf schnell die neuen Sachen bauen und Tiere füttern und so. Das mache ich alles dann nachher in Ruhe. Ne, mache ich ja meistens, wenn ich dann im Bett liege und so, dann spiele ich alles nochmal, alle meine Spiele und ich spiele zurzeit. Wow, lasst mich nicht lügen. Wartet. Ich spiele zurzeit, ich teste ja auch ein paar neue Spiele für euch aus. Was noch kommen wird, kann. Diese ganzen Spiele hier. Ja, also da, manche davon gibt es noch nicht auf dem Kanal. Können aber kommen. Ich teste sie halt aktuell aus. Manchmal spiele ich auch ein Spiel einen halben Tag lang, um dann zu merken, das Spiel ist nicht so gut für uns. Zum Beispiel The Last Shelter. Ja, das ist nicht so gut. Auch für Let's Plays ganz schlecht geeignet. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier den Zoo weiter. Ach, den Zoo weiter. Wir bauen das mal woanders hin. Nämlich... Komm. Nein, 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 ja. So. Ja, ja, ich weiß, du bist jetzt nicht verbunden. Das ist mir Tatsache bewusst. Wir gucken mal. Nee, 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 was für Bulldozer? Ich will keinen Bulldozer. Ich will Weg haben. Und zwar will ich eigentlich... Ich habe einen zweiten Bären. Ich habe einen zweiten Bären die ganze Zeit. Ja, lol. Ja, wir müssen den hier größer machen. Noch zwei für einen. So, das heißt, wir können hier jetzt auf jeden Fall den Bären reinpacken. Ich habe die ganze Zeit einfach einen Bären gehabt. Bam. Ja, super. Ja, ich würde sagen... Jetzt können die Liebe machen. Ich muss mal gucken. Ah ne, die brauchen ja dann erstmal wieder so einen Stall und alles. Ne? Also ich gucke mal, ob das überhaupt jetzt wieder geht. Also hier, ach, das muss bereinigt werden. Ah, man kann also... ich verstehe. Sollen wir nochmal die Pferde? Das Tier ist noch zu erschöpft. Ja, ist doch schon ein Tag her. Also wie lange ist das erschöpft? Also ich muss kinderfreundlich bleiben. Ich kann manchmal manche Sachen nicht sagen. Gut. Erschöpft. So, eine 2 in den Chat, wer meine Gedanken kennt. Ja, ich habe jetzt noch ein Grundstück gekauft. 60 Diamanten. Das ist, okay, und ich habe auch gar nicht mehr so viel Geld. Mal davon ab. Ich will auf jeden Fall das Känguru irgendwo noch hinstellen. Wir gucken jetzt mal. Ich habe jetzt da hier noch den Weg. So, genau. Wir machen jetzt einfach erstmal geradeaus. Ist egal. Erstmal nur geradeaus. Und hier hinten ganz am Ende werde ich das Gehege hinstellen. Ich glaube, das ist sogar tatsächlich das hier. Ich hab einfach. Keine Ahnung, aber ich hab. Ja. Ja, 2 Minuten. So lange können wir auf jeden Fall warten. Ich hab auch eine Schildkröte. Also, ich hab eigentlich ganz schön volle Hütte. Ich denke, dass wir das Gehege hier. Das ist das Schweinegehege. Das ist das Schwein. Oh mein Gott, die Schweine. Das Schweinegehege werden wir auf jeden Fall größer machen. Und das Schildkrötengehege werden wir größer machen. Das bedeutet... Ach, die machen wieder diese Geräusche, als hätte ich Hunger. Das haben wir beim letzten Mal schon gehabt. Ich werde die Schafe woanders hinstellen. Also die Schafe kommen woanders hin und dann werde ich einmal die Schildkröten in die Richtung machen und einmal die Schweine
Und dann noch ein Park oder so hier in die Mitte, wenn da noch Platz ist. Ich weiß gar nicht, kann ich das direkt? Nein, Ziel, ins Spiel zurückzukommen. Also ich glaube, nee. Doch! Ja, gut. Also jetzt, ja, das finde ich gut. Also ich hätte es echt schlimm gefunden, wenn ich das nicht so einfach hätte machen können. Wenn ich erst wieder alles raus tun hätte müssen, das wäre doof gewesen. So, jetzt werden wir nämlich hier den Weg so hinstellen. Und dann werden wir die Schildkrötis hier in die Richtung größer machen. Und die Schweinis in die andere Richtung. Die Schweinis. Das mache ich aber dann auch irgendwann alleine. Ich sage immer, ich mache es alleine, aber ich mache jetzt gerade hier schon wieder alles. Also was erzähle... Was? Bitte, was erzähle ich da schon wieder? Stimmt doch nicht. Ich bin doch ein Lügner. So, Moment. Das auch. Die Musik kommt einfach nicht, ne? Also wenn die Musik nicht schlecht kommt, dann kann ich auch nichts reinschneiden. Dann muss ich Fahrstuhlmusik in den Hintergrund machen oder so. Nee, das wäre ja auch doof. So, das hier ist frei. Hier können wir jetzt auf jeden Fall das Känguru... Ist das ein Baby? Das ist doch... Der ist ja voll groß. Jo, juhu, Känguru. Als Dankeschön haben wir Blumen mitgebracht. 10-mal Blumen. 2500 Monedos und... Ja, 60 Punkte XP. Ist auf jeden Fall gut. Ja, jetzt erzählt die natürlich wieder viel. Und jetzt will die natürlich das Wasserstelle Grasland platzieren. Haben wir schon genug gemacht. Und Wasserstelle Steppe platzieren. Okay, also wir werden jetzt eine Steppe, ist ja das hier. Hier. Boah, 16 Diamanten. Ah. Ja, zum Glück haben wir ja ein paar Diamanten. Also wahrscheinlich würde ich es nicht let's playen, wenn es mit Diamanten wäre. Also wenn ich keine Diamanten hätte, dann wäre es wahrscheinlich ganz schwierig für mich. Ich bin ehrlich. Also ich hätte halt Puzzleteile ohne Ende sammeln müssen, damit ich euch überhaupt was Neues zeigen kann. Und das wäre echt ein Problem gewesen. Deswegen ist es ganz gut, dass UPS mich da dementsprechend unterstützt hat. Ich weiß nicht, wie es dann aussieht, wenn die Diamanten alle sind, ob ich da die Geduld habe, das Ganze zu weiter zu let's playen. Das Problem ist halt wirklich, ich spiele so viele Spiele, ich habe nicht wirklich Zeit. Jetzt zum Beispiel, ihr kriegt Puzzleteile, also wenn ihr Zeit habt für ein Spiel, kein Problem, ne? Ihr müsst halt Puzzleteile sammeln. Jetzt wie hier, ne? Also, wenn ihr die Puzzleteile vollständig habt, jetzt hier zum Beispiel habe ich bald so einen Stall. Kostet normalerweise 6.000 halt, ne? Ich kann den auch vollenden. Hier mit 50 Tickets. Gar kein Problem. Was für ein Stall ist da? Wo ist der? Ich glaube, das mache ich sogar. Ich glaube, ich brauche den sogar. Ich vollende ja jetzt mit Tickets. Deswegen, Tickets sind richtig viel wert. Ich glaube, der ist für die Affen, oder? Ist der für die Affen? Nein, er ist einfach nicht für die Affen. Aber für den Panda da oben, der Panda ist zwar komplett alleine, oder für die Schweine, ich muss mal gucken. Ja, für die Schweine. Moment. Ich will es hier hinstellen. Komm Schwein, du sitzt direkt drinne. So, jetzt kann ich nämlich vielleicht schon Schweine züchten, man weiß es nicht. Hier, ich level direkt mal eins hoch. Dauert 2 Stündelchen. So, der hat ja das. Futtertrog mache ich später, wenn ich alleine bin. Jetzt gucken wir direkt mal. Keine Schweine. Ja, die brauchen Stall Level 2. Habe ich mir fast gedacht. Ich habe es mir fast gedacht. Also, beim nächsten Mal können wir dann auf jeden Fall Schweine leveln. Züchten. Wir können einfach Steine leveln. Ey, es ist... Manchmal bin ich echt ein bisschen... So, ich glaube, das Gehege, damit wir die züchten können, muss nochmal einen hoch. Und dafür brauchen wir Level 17. Genau, das war das nämlich. Diese Eule. Ich glaube, ich werde niemals eine zweite Eule kriegen. Oh, da fliegt die da rum. Wo soll ich eine zweite Eule herkriegen? Ich weiß es auch noch nicht.
Also da müssen wir auf jeden Fall gucken. So, hier die Tiere auch mal kurz ein bisschen. Habe ich hier Schafe und da hinten auch Schafe? Nee, das sind, ach, das sind die Schweine. So, ich habe ja eine Schildkröte noch. Ich will mal eben gucken. Noch zwei für einen Platz mehr. Ah, okay. Ah, lol. Noch zwei für einen Platz mehr. Ja. Wir lassen es so. In der Größe. Und jetzt können wir aber. Hatte ich die andere Schildkröte irgendwo alleine? Oder habe ich die? Ich habe die gar nicht platziert gehabt. Die kann jetzt definitiv damit rein. Da. Da ist sie doch. Ja, super. Super. Ja, mega. Was kriegen wir beim nächsten? Oh, Flamingos. So, ich würde sagen, es ist eine ganze Menge passiert. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Let's Play nenne. Aber ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Wir kommen sehr gut voran. Die Musik war nicht einmal da in diesen 15 Minuten, die ich jetzt hier spiele. Schäm dich, OPS, OPS. Ach so, die haben ein Hafenfest gehabt, haben die geblockt. Das ist ganz cool. Und zwar in, ich muss mal eben gucken, in Bamberg. Und da haben die auch Tiere verlost, dieses kleine Kuscheltier und so, ne? Wer da mal Bock hat, das nachzulesen, ich verlinke den Blog von denen unten in der Beschreibung. So, gucken jetzt mal eben. Musiklautstärke machen wir jetzt mal volle Pulle. Dann machen wir bis runter. Aber es passiert nichts. Es passiert nichts. Es kommt keine Musik. In der Endcard ist ein weiteres Video für euch. Ich bin raus. Ciao.